gefightet, das hat man gesehen bis zum Ende und dann fehlt eben der passende Abgang. Ist das der kurze und knappe Kommentar, den du auch hast nach der Ringeübung? Haben Sie schon richtig gesagt, der Abgang war mal wieder nicht so gut, aber ich denke, ich habe vorne probiert, das Richtige zu machen. Die Haltezeiten waren ausreichend, der Cheftrainer ist zufrieden. 7. Platz, auch gutes Ergebnis für mich. Als 8. bin ich reingekommen, als 7. gehe ich raus. Von dem her kann ich wirklich rundum zufrieden sein mit der EM. Es hat riesig Spaß gemacht, hier zu turnen, vor so vielen Zuschauern und so einer guten Stimmung. Es war einfach gigantisch. Motivationsbildend also in jedem Falle. Nun hieß es ja vorher, dass du auch noch ein paar andere Geräte könntest, aber dann wurdest du doch nicht eingesetzt. Wie ist da der Stand verletzungsmäßig? Alles auf gutem Wege, was Füße angeht? Ja, alles auf gutem Wege. Kurz und knapp? Kurz und knapp, alles auf gutem Wege. Trotzdem will aber ein gewisser Herr Hirsch mannschaftsdienliche Turner haben mit Blick auf die WM im Herbst. Was kommt da noch als Gerät dazu? Alle 6 oder punktuell? Also da werde ich auf jeden Fall alle 6 machen. Und ich denke, ich bin auch nicht so ein schlechter Mehrkämpfer. Ich werde versuchen, Ringe noch weiter aufzubauen und einen stabilen Sechskampf zu turnen. Und dann werde ich sehen, ob er mich mitnimmt oder nicht. Aber ich bin guter Dinge. Ringe weiter aufbauen heißt, dass du fühlst dich so ein bisschen als Spezialist an dem Gerät oder betonst du doch weiter den Mehrkampf, immerhin in deinen jungen Jahren noch? Also ich benutze auf jeden Fall weiterhin den Mehrkampf und da möchte ich mich natürlich auch noch verbessern. Gerade bei meinen schwachen Geräten wie Barren und Dreck. Aber Ringe bleibt eben für mich mein Spezialgerät und da möchte ich weiter aufbauen. Alles Gute für die nächste Zeit. Vielen Dank.